Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Wir gehen noch ein paar Bürger retten heute. Hier zum Beispiel. Lass mich in Ruhe. Aber wenn ich jetzt dazwischen renne und ich aus Versehen die töte, das kann ich gar nicht mitbekommen. Ja, du willst es jetzt mal wissen hier, oder was? Das möchte ich aber hoffen, dass hier jeder erfährt. So, dieser Aussichtspunkt hier. Aua, tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Ist auch noch eine Flagge. Und wir sind hier auch irgendwo. Zack, da. Und jetzt sind wir auch mittig. Damit ihr alle Einblendungen sehen könnt. Und den Traum. Hm. Ach, der Turm. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Was mit dir? Kann ich sein? Oh, jetzt hab ich rausgekickt. Achso, weil wir nicht im Vollbild sind. Das hasse ich. Das ist hell. Jedes Mal blind bei. Da drüben irgendwo, aber ich hätte auch die Flagge noch gern. Wenn wir was sehen, nehmen wir es mit. Der alte Mann wird noch weinen. Tut mir nichts, bitte. Hm, jetzt ist die Frage, ob wir da einfach dran kommen. Was ist denn hier? Warum sind die alle tot hier? Erbärmlich. Der alte Mann wird noch weinen. Haltet ein. Ja, das, was das hier noch nicht funktioniert mit dem Tod von oben. Das, der alte Mann wird noch weinen. Stirb, Heide! Hier ist ein Abgreifer und den Schlüpfer. Oh, irgendwann habe ich getroffen. Oh, auch ein mieser Move, ne? Hinten im Nacken. Das Kampfsystem hat noch richtig Spaß gemacht. Das war noch easy, das hat Spaß gemacht, das war richtig gut. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Ich werde ich Ihnen gesehen, was hier passiert erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Hm? Ein Mörder läuft frei herum. Ein Mörder läuft hier frei herum. Was ist geschehen? Könnte sein. Was ist geschehen? Weiß keiner. So, ich möchte jetzt hier aber gerne noch rein. Ich möchte gerne... Hier kommen wir doch bestimmt hoch. Nicht? Kann ich hochklettern? Echt nicht? Hm, ich würde aber gern. Ne, hier nicht. Achtet mehr auf eure Umgebung, Kind. Das könnte euer Leben retten. Na, hier außen kommen wir nicht hoch. Die Flagge haben. Oh, hier vielleicht. Was denkt sich dieser Mann nur? Das könnte vielleicht funktionieren. Naja, eigentlich auch. Da geht's hoch. Mach mal das. Erstmal ist Gesicht gesprungen. Tut mir leid. Ja, was schießt du da so? Ich muss doch sehen, wo ich hinspringe. Weg mit dir. Kommt nicht näher. Warum nicht? Hier ist noch ein Turm, ich will aber die Flagge zuerst. Ihr habt ja nichts zu suchen. Okay. Ihr habt ja nichts zu suchen. Warum nicht? Tod, der sagt das. Ey. So nicht, Kumpel. So nicht. Noch? Eins. Er hat gesehen, was hier passiert ist, ja? Er hat das gesehen. Damit
kommt ihr nicht davon. Warum nicht? Wird einfach weg vor dir. Weißt du? Ja, er schmeißt bestimmt Steine und er fällt runter. Mach ich grad. Guck mal, wir synchronisieren einfach. Einfach so. Weil. Also war ja schon fast wieder durch hier mit der Nummer. Und los raus. Ach so. Ach, der kommt da nicht raus, weil wir gesehen wurden. Ach, verstehe. Ach so, na, ist ja eine doofe Nummer. Zack. Und noch einer. Und du? Gut. Wo ist denn hier der Typ? Oh. Dass ihr gerade vorbeikam. Ach, das ist gar kein Typ. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schuld. So, nächster Turm. Ist ein bisschen viel gegrindet, ne? Tatsächlich. Ihr seid erledigt. Gebt auf. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Aber ja, ist so. Halt so. Bisschen Beschäftigung braucht man in Rollenspielen halt auch. Es geht ja relativ schnell. Kann ich aber dazu sagen. Die schmeißen hier. Synchronisier das. Ich möchte nicht beschmissen werden. Aua! Oh! Das war eine miese Nummer. Oh, ich bin tot. Das war aber noch eine miese Nummer. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmesser. Ich hab keine Wurfmesser. Das war ja meine miese Nummer, ja. Oh, ist egal, wir haben das hier erreicht. Es geht am schnellsten, ne? Konter töten. Zack. Ich bin nochmal Genick gebrochen. Alles Frauen hier, die belästigt werden. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ja, ich bin ja nicht der Witcher. Mir reicht das auch so. Oh, aua. Oh, ich hab das nicht gesehen. Das war ja unfair. Das ging so, ja? Ne? Schnell! Hier oben ist noch irgendwo was. Hier kann sie nicht hoch? Okay. Dann vielleicht hier, bei dem Mann. Sehr gut. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Oh ja. Muss die Treppe nicht, die Leiter nicht nehmen. Ist kein Problem. Zwingt dich ja keiner. Nee, näher möchte ich gar nicht. Ich will hier das hier haben. Na, da haben wir es doch fast. Okay, der nächste. Oh, was ist das? Ah, müssen wir um die Wette rennen?
Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Mhm. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude. Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Okay. Hier geht's los, ja? Okay. Bis jetzt ist es noch easy. Ob das so gewollt ist? Kostet ganz schön viel Zeit, ne? Nein! Nun, warum tut er das? Habt ihr so etwas? Aber wir schaffen das. So schwer ist es ja nicht. Ja, und jetzt ist die Frage, wie hätten wir da jetzt am besten anspringen sollen, wa? Ah, ja. Weiter hier. Was ist dein Problem? Komm, mach es, Jung. Mach es. Nein, ich muss die Flagge mitnehmen. Mach es doch. Ja, aber ist eine Minute vorbei, ja. Atschick, atschick. Du musst das mitnehmen. Hast du das Prinzip nicht verstanden? Zurück? Ich bin beeindruckt. Ja. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Was ist denn für eine Meinung? Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Warum hat er eine schlechte Meinung über mich? Ich bin schon unfair, ich hab gar nichts gemacht. Das ist ganz schön unfair, die Nummer. So, dann nächste. Ja, ist ja schon ausgewählt hier. Bürger retten und den Turm. Zack. Warum tut er das? Warum macht er das? Dieb. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie. Wäre es nicht lustig, wenn es was ist? Du dreckiger Dieb. Schert euch da. Jetzt wirst du sterben. Jetzt bist du schon wie viele sind. Aua. Boah. Wie heftig man da treten muss, wenn man so zurückzusteuern, ne? Und er traut sich. Greifen. Boah, wie viele sind es? Ja, geile Killcam. Nicht euch alle! Chance. Oh, nicht greifen. Oh, ein Tempel, bitte. Du ein Kumpel. Oh ja, cool. Easy. Du brauchst gar nicht drüber nachdenken, ob du wegrennst oder nicht. Gibt es nicht. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Gön, noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit. Was ist hier geschehen? Dieser Mann ist ein Meuchler. So eine Schande. Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Was ist das für ein Balken unter dem Lebensbalken, dann, der da immer kommt? Hier dürft ihr euch nicht aufhalten.
egal, was ich darf. Ich das einfach. Oh. Danke dafür. Cool. Wir werfen sie der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden zurück und betteln bei Saladin um Schutz. So, dann dieselbe nochmal. Na, schaffst du es? Gerade so, ne? Hm. Aber ihr. Oh, was ist das? Ah, Bogenschützen ausschalten. Das klingt doch spannend, oder? Das kann man machen. Bogenschützen ausschalten. Heimlich und... Nein! Ich lass mich in Ruhe. Wie viele krasse Versammlung? Muss man noch jemand schlagen, glaube ich. Oben auf dem Dach. Ja, mal schauen. Hier rüber. Wo denn genau? Da. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Mhm. Eine merkwürdige Vorgehensweise. Also, dass er das halt auch so sagt, ne? Und müsst ihr wieder von vorne anfangen. Hä? Und er da drüben, oder was? Ja, das wird schwer sein. Nur ja, zwei Stück. Easy. Und beschützt uns vor ihrer Angst. Easy peasy. So, der war hier, naja. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Hospital. Die Leuchter und die Patienten da. Okay. Was auch? So wahrscheinlich besser. Wahrscheinlich. Wenn er sich verletzt, komm, spring. Werde ich ihm nicht helfen. Na ja, hoch. Ja, nice. Flagge. Mit. Und fort. Heute nicht. Nein. Oh nein. Warum machst du sowas? Ein garstiger, oder? Mach halt. Ich komme nicht durch. Boah, die Kamera macht mich manchmal total wahnsinnig, ne? Aber so wartet. Was steht ihr hier herum? Geh, du dreckiger Dieb! Dafür hatte ich dich getan. Was ist mit dem hier? Hey! Ihr kommt nicht bekannt vor! Vorsicht jetzt! Hier wirst du sterben! Ach, schade. Zack.
alles Frauen, ne? Die Sven nur Frauen bedroht. Erkenne ein Muster. So, dann haben wir noch da Bürger zum... Ja, das ist natürlich... Wir retten erst die da. Ja, ja. Ah, los. Mach es. So, haben wir insgesamt 9 Abschnitte. Habe ich das richtig verstanden? Wir haben drei Abschnitte oder 4 Abschnitte pro... Ne, 3, ne? Huch. 3 Abschnitte pro... Reich. Und 9 Abschnitte. Wenn man weiterhin so gut durchkommt, 2 Folgen pro Abschnitt. Das sind 18 Folgen plus die... Ja, dann also bei 20 Folgen wahrscheinlich am Schluss. Oh. Hä, wer hat mich denn getroffen? Oh. Zack! In den anderen Teilen die Online-Moden noch funktionieren oder ob Ubisoft die schon abgeschalten hat? Und ob das überhaupt noch jemand spielt? Das finden wir dann raus. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein. Das finden wir dann mal raus. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet. Dann loggen wir uns dann alle gleichzeitig ein. Wird von eurem Mut erfahren. Wollen wir gegeneinander spielen? So, dann haben wir noch Bürger da hinten. Was ist dieser armen Seele widerfahren? Was? Wer hat das getan? Na? Okay. Bam. Zur Abwechslung mal ein relativ cooler Move. Ob man sehen kann, welche Flaggen man dann schon hat und welche nicht. Dass einem das... Oh nein, ist noch einer. Na, was machst du denn hier schon wieder? Wenn das zum Schluss nicht auf die Füße fällt. Dass man nochmal alle 33, dem anderen war es ja irgendwie 100 oder so, ne? Dass das nicht nochmal alles ablaufen muss. Wenn er ihm sagt, welche empfehlen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so eine Anzeige dann zum Schluss, wer weiß. Keine Ahnung. Wäre natürlich cool, wenn wir das wenigstens anzeigen würden. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehen. Vorsicht jetzt. Du bist ein Schuss. Vorsicht jetzt. Dafür wirst du sterben. Aua, siehst du? Zack. Und du jetzt? Danke euch. Danke euch. Sehr gerne. Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Okay. So, was ist das hier? Gelehrte. Achso, das ist so eine Versteckoption, ne? Dann gehen wir ins Büro. Wie schrecklich. Ja, ja, lass mich. Oh nein. Es gibt 2 Sequenzen irgendwie, ne? Seht ihr das? Da ist... Ach so. Ach, weil wir die andere... Okay, verstehe. Das ist in der einen Stadt und in der anderen ist die andere Stadt. Verstehe, verstehe. Comprendo. So, mal hier runter. Wieder mal. Doktor müssen wir ein bisschen, ne? Alter, ihr... Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliterordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. So, haben wir's. Komm gleich raus. Was tun?
Warum macht er das nicht automatisch? Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Alter ihr. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Dann schauen wir, ob wir das jetzt noch schaffen hier in den letzten 5 Minuten, aber ich denke schon. Sollte dann sein, oder? Kommt nicht näher. Kommt nicht näher. Warum nicht? Sehr wahr. Na los. Zack. Ich würde den gerne markieren, danke. So ein Narr. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Für die Gelehrten hier. Schubs. Aha. Kommen wir da jetzt rein? Oh, und die Gelehrten, ne? Was ist denn mit dir? Was ist denn mit ihm jetzt? Schubst mich hier erstmal. Pass mal auf. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Mhm, so werden die Leute also geheilt, ja? Soll ich jetzt eingreifen und helfen, oder was ist jetzt der Plan? Ah. Oh Gott. Das ist ein Doktor, der sieht aus wie ein Schlechter. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen helft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein. Meine kriegt ihr nicht! Ah. Reißt euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl! Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb! Alles nur Lug und Trug! Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen! Das hättet ihr besser nicht getan! Bringt ihn in sein Quartier! Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Alter. Alter. Es tut mir so leid. Es musste leider behandelt werden, ja. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Okay. Und wie fühlt ihr euch? Schubst du mich denn? Was habt ihr mir angetan? Ach ja, die Pein. Anfangs schmerzt es. Das wirklich nicht. Das ist ein geringer Preis. Bald werdet ihr... Ach so, Kronleuchter. Ihr seid ein Monster. Ich bekam schon schlimmere Namen. Ursprünglich. Da sehen die mich doch nicht. Was ist denn mit diesen Leuten hier los? Aggressiv? Da kommt er doch. Hier. Was? Boah, was? Block. Das
Es geht wieder. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heil? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und es ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es ist Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Oh, hä? Oh, das blockt man, ne? Wer wäre noch? Voll der Bauernbeat, glaube ich. Okay, ciao. So, dann sollen wir ja zurück. Ja, kannst du aufhören, ihn anzuvisieren? Wie kommen wir hier raus? Der Geist ist krank, oder? Geh weg! Boah, warum ist er so schnell? Oh, da. Da kann ich den kommen. Fetten. Guck mal, ich fette einen einfach hoch. Was ist das mit dir? Hier lang. Greifen. Oh nein. Hier endet dein Leben. Dein Leben endet hier. Nee, nee, brauchst du keinen Erfolg. So. Das alter ihr. Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen?
Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, alter Ir. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitt. Dankeschön. Okay, Freunde der Sonne, was das Büro dazu zu sagen hat, das sehen wir in der nächsten Folge. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht kein Blödsinn, schreibt uns, grüßt erkennt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Be cute, have fun, bis dann. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe.